Wo ist die Kirche? Nein, das ist das Schloss. Hier ist sie, mittendrin in Sigmaringen. Und so sieht's bei der Kirche von innen aus. Da sind nette Leute, die sich einfach mal erkundigen wollen, was in den Kirchengemeinden so los ist. Seit Ende 2015 gibt es die Kirche am Markt. Ja, also ich finde es einfach wunderbar, weil wer sitzt ins Auto und fährt auf den Dettinger Berg und fragt da Dame, was da geboten ist. Gell? Die Kirche am Markt ist eine Art regionales ökumenisches Pfarrbüro mit gewissen Extras. Bei Frau Scharschmidt kann man Taufen anmelden, aber auch Seelsorger treffen und im Notfall Hilfe suchen. Oder sich zwischen zwei Vorlesungen ein Dokument abholen. Also ich habe geholfen, also einen Deutschkurs zu machen. Und ich bin hier gekommen, um eine Bescheinigung abzuholen. Ich wohne in Sigmaringen, ich bin katholisch. Deswegen also bin ich, also wenn ich was kirchlich machen möchte, dann komme ich hier, um das zu machen. Ja. Heide Scharschmidt kümmert sich gerne darum, auch wenn sie selber evangelisch ist. Pünktlich um 13 Uhr macht sie die Übergabe an ihre katholische Kollegin Maria Walz. Wie heißt die Frau mit Vornamen? Priska. Priska war da. Aha. Das will sie die zwei Messen. Ah, die will Messen. Okay. Das ist eine Erledigung. Das ökumenische Team musste sich erst einmal einarbeiten. Das ist schon verschieden. Eine Taufe ist verschieden. Und ja. Beerdigung ist verschieden, wie das aufgebaut wird, das ist einfach verschieden. Ja, ja. Am Anfang war es ein bisschen, gell? Ein bisschen habe ich, aber das funktioniert gut, gell? Ja. Genau. Das müssen wir gar nicht, Gottes Wahnsinn. Ja, genau. Bis später. Die katholischen und evangelischen Pfarrbüros der einzelnen Gemeinden in der Seelsorgeeinheit gibt es immer noch. Als Backoffice sozusagen. Wir haben nach wie vor eigene Anlaufstellen, aber hier läuft alles zusammen über die Konfessionsgrenzen hinweg. Und das ist neu und das freut die Leute. Und was bringt's? Jeder, der hier kommt und ein Anliegen an Kirche hat, soll ja richtig sein. Und er soll nicht hören, wir haben jetzt keine Zeit, und er soll nicht hören, dafür sind wir nicht zuständig. Und das Beste sind die Öffnungszeiten. Rund um die Uhr quasi. Da bleibt auch mal Zeit für einen Kaffee. Ich krieg von der Frau Steinhardt noch unser Familienstammbuch. Und dann wollten wir mal Guten Tag sagen. Und da drüben kostet ein Pott Kaffee 2,50. Und hier kriege ich noch mit einem Lächeln umsonst geliefert. Mittendrin, die Kirche am Markt macht's möglich.